Hallo, ja, Five Stranded. Und während ich hier ein bisschen rumsifte, kann ich euch erklären, was wir heute machen werden. Und zwar werden wir heute ein bisschen mehr Quests machen, weil ich habe dauernd Hunger. Und wir brauchen ein paar Sachen und draußen ist es rot. Also alles nicht so toll. Schauen wir mal, was wir zusammenkriegen. Zwei Iron. Und ein bisschen Bummel. Hier können wir mal ein Loch machen. Müsste vielleicht irgendwann mal Pickaxe machen, aber egal. Ein Eimer. Einmal Wasser da rein. Und dann funktioniert auch die Kantine. Die funktioniert nämlich nur bei dem Wasser. Andere Sachen. Das müssen wir wieder auffüllen. Draußen sterben die Dings. Okay. Also, wir machen heute Quests. Und zwar die Desperate Times, Salt. Das wollen wir vielleicht haben wir schon. Und das Summer Jerky kriegen wir dann auch noch hin. Und die Cooking Utensils. Die Cooking Utensils machen wir später, weil vorher müssen wir noch was anderes machen. Und damit müssen wir uns ein bisschen beeilen. Und zwar brauchen wir einen Cobblestone Generator. Und zwar Nummer 1. Dafür brauchen wir Cobblestone. 6 Stück Glas. Und ein Lava Bucket. Cobblestone haben wir. Lava Bucket haben wir. Ein Wasser Bucket haben wir auch. Und Sand haben wir auch. So, gehen wir jetzt mal raus und dann verbessern wir mal unsere Situation bezüglich Mobs. Hallo? Sieht zwar komisch aus, aber ihr werdet hoffentlich sehen, dass das dann einigermaßen sinnvoll ist. Warum dieser Gang da, wenn man nachher sieht, einfach um ein bisschen mehr Mobs zu kriegen. Das dann mal ausgetestet zwischendurch. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Sugarcane. So, die können wir auch hier reinpacken. Ein bisschen mehr Dreck.
Das Glas müsste fertig sein. Gut. Weitere Glas. Water Bucket. Lava Bucket. Cobblestone. White Clear Glass. Glas. Glas. Lava. Wasser. Cobblestone. Finde ich nicht witzig. Okay. Naja, machen wir da mal weiter. Okay. Nicht wirklich witzig. Den Rest habe ich ein bisschen ausgetestet. Aber nicht den Cobblestone-Generator. Punchy-Sticks. Okay, gucken wir mal und dann kommen wir zur Not dann zurück. Das ärgert mich dann doch ein wenig. Zumal ich aktuell nicht cheaten kann. Das ist die aktuellste Version von dem Modpack. Vielleicht ist da mal wieder ein Rezeptproblem. Ja, das ist doof. Damit sind wir durch. Okay. Schauen wir nachher nach. Ich bin wieder zu heiß. Super. Aber noch das? Nee. Ja, also was ich als nächstes machen möchte, sind die verschiedenen Quests, weil ich was zu essen brauche. Ich wollte aber eigentlich vorher einen Cobblestone-Generator bauen. Und zwar aus dem Grunde, dass wir Cobblestone brauchen ohne Ende und damit anfangen wollte. Ich werde dann mal hingehen und demnächst den das Mod rausnehmen, was das Cheaten verhindert. Finde ich sehr schade. Eine andere Problematik ist, wie ihr schon gesehen habt, Spice of Life. Und zwar ist Spice of Life per Standard konfiguriert, was direkt nach dem ersten Essen 25% abzieht. Und vor allen Dingen eine komische Verteilung habt, sodass man total bekloppte, meiner Meinung nach, nicht besonders gute Werte hat, die man zurückbekommt. Von Spice of Life. Also im Endeffekt macht es Sinn, Kartoffeln zu essen gegenüber besseren Sachen, weil die Kartoffeln viel länger Ergebnisse zurückgeben. Nämlich einmal mehr. Naja. Die Sachen, die wir machen müssen, ist einmal Salz. Salz kann man mit Wasser machen. Auch da ist ein Rezeptfehler. Hier gibt es nicht zwei Buckets von, sondern leider nur eins. Man behält aber den Bucket, was wichtig ist. Dran denken, man kann die Rezepte teilweise auch anders lösen. Es fehlt uns einmal Sand und einmal eine leere Flasche. Nehmen wir die leere Flasche hier.
ist denn Sand? Sand ist immer gut. Da müssen wir gleich noch ein bisschen was. Na, boah. Ja. Ein bisschen was ausgraben. Aber ich will was zu essen bekommen. Da kriegt man zweimal Salz für. Und wenn ihr euch das Quest anschaut. Desperate Times Salz complete. Rotten Flesh complete. Zombie Jerky. Und Zombie Jerky ist zwei Salz und ein Rotten Flesh. Tada. Und das Wichtigste eigentlich dabei ist, dass wir jetzt auch 4 Zombie Jerky kriegen und 4 Monster Jerky. Gut, die Monster Jerkys haben wir schon ohne Ende, aber weg damit. Packen wir erstmal hier rein. Der nächste Quest, den wir haben machen können, ist Cooking Utensil, Mixing Bowl, Juicer, Mortar und Pestle Cutting Bowl. Bevor wir damit was machen, muss ich nochmal kurz raus und ein bisschen. Oh, es wird schon dunkel. Ein bisschen. Sand abbauen und ein bisschen Zucker hochholen. Dass ich hier innen einen Graben mache, hat einen Grund. Den werdet ihr ja noch später noch sehen. Ich habe nämlich ein bisschen rausprobiert. Genauso wie da hinten den Aufbau. Der ist nicht optimal. Man bräuchte eigentlich einen Magneten. Magneten haben wir aber nicht und cheaten wie andere will ich auch nicht, dass man halt irgendwie Magnet einschaltet. Das ist ja total einfach. Wenn man sich aber Spice of Life 1 gibt, dann guckt, gibt es zwei Sachen. Einmal das Lunchback, das ist cool, und das Food Journal. Da fehlt uns noch Weizen. Und das Food Journal. Das Food Journal ist cool, weil da steht drin, was ihr gegessen habt und wie oft ihr nur was essen müsst, bevor ihr es wieder benutzen könnt. Also zum Beispiel den Apfel. Ich muss noch einmal irgendwas anderes essen, dann kann ich den Apfel wieder essen. Zweimal, dann kann ich den nächsten Apfel essen. Also und danach die Monsters. Okay. Das ist das eine. Und das andere ist der Lunchback. Nehmen wir mal bisschen Karotten, die brauchen wir nachher. Die Cooked Silkworms, die haben wir noch nicht gegessen. Zombie Jerky haben wir noch nicht gegessen. Und ruhig mal ein paar Äpfel. Und Shift-Rechte-Maus-Taste macht den auf. Die packt dann ein paar da rein. Immer zwei passen da rein. Die tun wir mal zurück. Ja. Und dann können wir den nachher essen. Werden wir gleich sehen. Und während draußen sich die Monster tummeln, machen wir noch ein bisschen was anderes. Und zwar einmal Mixing Bowl von Pam's Harvest Craft. Da brauchen wir Stöcke von. Machen wir Planken. Nehmen wir die Stöcke mal rein. Mixing Bowl. Die Sachen braucht man nachher für andere Rezepte. Den Juicer. Der ist cool, weil er jede Menge Zeug in Säfte umwandelt. Zum Beispiel Karottensaft. Hey, oh? Die haben wir auch noch nicht gegessen. Also Juicer ist cool. Solltet ihr machen. Damit ihr endlich aus diesem Problem rauskommt, ihr habt nichts zu essen. Das ist halt wirklich das Doofe, weil die Standardeinstellung von Spice of Life ist eigentlich doof. Wenn ihr zum Beispiel gute Sachen habt, könnt ihr die nur viermal essen, soweit ich das im Kopf habe. Und andere Sachen könnt ihr fünfmal essen, zum Beispiel die normalen Kartoffeln. Und bessere Sachen könnt ihr nur viermal essen, bis die nichts mehr zurückgeben.
Und das Cutting-Board auch noch. Ein Iron Ingot. Ja, Tinkers funktioniert immer noch nicht. Leider. Das wird auch nichts. So, wenn wir die ganzen Sachen gemacht haben, haben wir Test Quest Complete. Nämlich Cooking Utensils. Und da kriegen wir Lamp of Minsos, ein Epic Bacon und die Bakeware. Und wenn ihr euch das anschaut, yes, Large Meal. Und noch eins. Und die verwahren wir uns. No, weil das sind wirklich tolle Sachen. Den Juicer packen wir mal weg, Bakeware. Müssen wir mal ein bisschen umräumen demnächst. So, Sachen, die wir nicht brauchen. Sand brauchen wir gleich. Ja. Also, das mit dem Cobblestone Gen fällt mir. Finde ich doof. Trinken wir erstmal ein bisschen was. Dieser Thirst-Effekt, den ihr habt, Buff, der funktioniert nicht. Und ihr könnt halt da ohne Ende rausnehmen. Also sobald ihr die habt, macht ein Loch, packt Wasser rein und dann habt ihr keine Probleme mehr mit dem Trinken. Auch so ein aktuelles Problem, sag ich mal einfach. Das funktioniert halt nicht so, wie es sein sollte. Ja, Landspeck, Shift. Rechte Maustaste, dann wird es geöffnet und dann könnt ihr mampfen. Und das Lunchpack nimmt immer die Sachen raus, die am besten sind fürs Essen. Voller Hals. Shift, rechte Maustaste verschließen. Hat auch den Vorteil, es verdorrt nicht und wir haben jetzt nur noch einen Apfel rüber. Eaten twice, also muss man wieder ein bisschen was anderes nehmen. Zum Beispiel. Oh, Zombie Jerky. Vielleicht. Hatten wir aber. Wie sieht es hiermit aus? Auch, die sind beide ganz gut. Die hatten wir noch nicht. Die hatten wir auch schon. Nehmen wir trotzdem. Die nehmen wir trotzdem. Nehmen wir mal mit. So. Autsch. Das war doof. Halt. Nicht. Doch, die sind wieder. So ein paar kleine Tricks. Macht euch hier ein bisschen Fenster rein. Da könnt ihr euch die Husks angucken und die können euch angucken. Und sobald ihr euch angucken, fangen die an, hier hinzulaufen. Und die werden so viel, dass die in den Graben reinfallen. Hm? Müsst ihr nur ein bisschen aufpassen, falls ihr irgendwelche Skelette habt. Ne? Weil die können ja Pfeil und Bogen benutzen. Ansonsten ist eigentlich kein Problem. Ich hatte noch kein Problem mit Spinnen. Aber man sollte vielleicht immer ein Schwert zur Hand haben. Hier hinten müsst ihr aufpassen, damit die da nicht drüber laufen. Und der Mut geht ein wenig unter. Der andere Punkt, warum ich hier hinten diesen Graben baue, ist... wenn ihr, das werden wir jetzt nicht machen, weil der Graben noch nicht fertig ist, den Block zum Beispiel nimmt und dann zwei nach oben bastelt, da könnt ihr gucken, ob ihr irgendwo einen Enderman seht und dann den an euch ranholen. Der kann euch nichts tun eigentlich, er klaut aber vielleicht einen Kaktus, wenn ihr Pech habt, halt unten drunter. Und deswegen ist da vorne dieser... kommt hier vorne dieser Graben hin. Also falls er wirklich den Kaktus klaut, dann fallen die da rein. Ansonsten habt ihr gute Chancen, dass der Enderman sich am Kaktus aufreibt oder dass er den immer wieder schlagen könnt, weil er kommt an euch nicht ran. Denkt dann, Quark ist installiert. Unterm Baumstellen ist blöd, weil dann teleportiert der Enderman euch zu ihm hin. Wenn er hier oben drauf steht, drei hoch, ist er unten unter uns, ist genervt ohne Ende und ja, aber es passiert nichts. Müsst halt nur gut treffen. In meiner Einzelplayer-Welt hatte ich ihn nachher einen Baum hängen und da konnte ich ihn da töten.
Das Ding ist auch cool. Oh, ihr könnt gemütlich eure Mobs killen. Ab und zu mal ein bisschen ranziehen. Die können euch nichts tun. Solltet ihr aufpassen, wenn ihr durch einen Creeper hier drin habt. Und sobald es denn hell wird, müsst ihr nur noch gucken, dass die Hass, die rumlaufen, sich möglichst gut in das Ding bewegen. Und dann könnt ihr anfangen, die Skelette zu jagen und die Spinnen. Weil die brauchen wir nachher auch noch. Gucken wir mal nach. Quests. Was ist, als nächstes kommt, ist einmal Bone Stalker, Stock. Und Spider-Eyes so. Stock selbst ist eigentlich gar nicht so schlimm. Wenn euch das anstockt, geht mich einfach ein Bone und ein Pot. Den Pot müssen wir machen. Ist teuer. Den Bone würde ich nicht nehmen, sondern irgendwas anderes, weil den Bone braucht er nachher für einen anderen Quest. Also ein Leek oder irgend sowas. Oder ein Onion oder Parsnip oder ein Radish oder was auch immer. Fleisch oder Chicken, Pork Chops. Haben wir alles nicht, ne? Aber irgendein was anderes. Kein Knochen. Seien ihr habt zu viel. So, wenn wir die einigermaßen. Oh, da ist Creeper. Auch so ein Trick. Creeper. Kuckuck. Bom. Immer ranholen. Wo ist er? Eben war noch da. Hallo, Herr Creeper. Kommen Sie ruhig weiter ran. Kommen Sie weiter ran. Kommen Sie weiter ran. Ja, ja. Ach, gucken Sie mal, da sind Sie unten drin. Und tot ist er. Auf der Seite müsste man jetzt mehr aufpassen. Auf der anderen Seite können Sie eine können der Creeper eine Kakteen holen. Da gucken. Vor allen Dingen immer nach hinten, damit keiner von hinten kommt. Guten Tag. Keine Spinnen mehr da. Okay. Ja, die Sachen noch ein bisschen einsammeln. Bones wären nicht schlecht. Ein paar Knochen. Aber es ist halt das Problem, dass so wenig Skelette spawnen und so viele von den dummen Hast. Die haben sich auch bewährt. Nicht viel, aber ist mal ganz witzig, wenn die sich zusammendrängen und dann sterben. Ja, ich würde sagen, ich komme dann gleich mal zurück, wenn ich rausgekriegt habe, wie wir das mit dem Cobblestone-Generator hinkriegen. Gibt es dann ein anderes Rezept? Muss ich gleich mal schauen. Oh, Eisen. Yes. Und dafür sind die Jobs aus. Und hier kommen auch rein. Block. Eigentlich ganz einfach und dann hier. Kann man doch noch so machen. Braucht man aber eigentlich nicht. Ja. Passt nicht. Also eigentlich ist das Essen jetzt ad acta mit der Lunchbox. Mit dem Lunchbag. Es gibt dann noch eine Lunchbox. Da könnt ihr dann mehr reinpacken. Sind aber halt Weighted Pressure Plate Heavies. Das sind halt 6 Eisen. Die haben wir momentan nicht. Noch nicht. So, Cobblestone. Ich will noch wieder heiser werden. Warum geht der nicht? Cobblestone, Lava. Okay.
Aber der sagt doch einfach. Färbtes Glas? Hat er nur ein färbtes Glas? Der hat aber eben auch normales Glas. Ich guck mal nach, ne? Bis dann. Ciao. Jetzt haben wir. Wir brauchen noch ein Lava-Bucket. Oh Mann. Okay. Oh Mann. Also aufpassen. Sonst alles gemacht. Shift-Click wäre einfacher gewesen. Den packen wir hier hin. Und der macht jetzt theoretisch Cobblestone. Und den können wir direkt reinpacken. Macht nämlich Lava. So, das haben wir geschafft. Buckets haben wir auch. Eisen haben wir auch. Sticks haben wir auch. Ich wollte noch eine Pickaxe machen und so, aber machen wir das später. Ja. Also Lava Bucket aus Eisen. Hat jetzt den Vorteil, wir haben jetzt endlich Cobblestone. Mit Cobblestone können wir mehr machen. Der ist ganz schön hoch geworden. So, wie gesagt, das hier ist ja, falls bei den Endermans nachher die Mauer kaputt geht. Damit dann die Mobs da reinfallen und mich nicht irgendwie gut waschen. Außerdem braucht man immer Sand. Und die Sonne geht schon wieder unter. Da können wir also mal schauen. Genau. Bisschen mal kurz hier abholzen. So. Hier auch mitnehmen. Passend. 33. Nice. Okay. Nice Cobblestone. So. Ja, also machen wir einfach hier Schluss. Obwohl, ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das mit dem Enderman geht. Gucken wir mal, ob es klappt. Schauen wir einfach mal. Machen Sie schon mal einen Hammer. Aus Stone. Und dann fehlt uns wieder die Sticks, weil die da vorne sind. Noch ein paar Sticks mehr machen. Ne? Da können wir uns auch noch ein paar Hämmer mehr machen. Und dann können wir uns einen Compressed machen. Dann haben wir den schon mal und ein paar andere. Und da hinten sind es alle. Okay. Muss man unbedingt aufräumen, irgendwie, glaube ich. Dreck brauchen wir da auch noch. So, gehen wir noch mal gucken. Wie gesagt, hier vorne könnt ihr die Zombies ranziehen. Müsst ihr nur vor den Skeletten aufpassen.
Ach du Schande. Da sind jetzt einigermaßen ein paar gespawnt, glaube ich. Und sobald der erste euch gesehen hat, kommen die alle zu euch hin. Und die anderen halt auch. Da kommen sie. Und das ist noch nicht mal Blood Moon. Das Schöne ist, die drücken sich nachher selbst in die alle in den. Jeder will der Erste sein. Ich komme mir vor wie bei einem Konzert, nur dass ich diesmal auf der Bühne stehe. Yeah, Party, Party, Party. Ton, wir lieben dich. Ja, genau. Die wollten nur das Beste, mein Leben. Oh, guck mal, einer ist über Rohr gedrückt worden. Da müsst ihr auch halt aufpassen, deswegen kackt ihr hin. Ja, wenn ihr ein bisschen Spaß zwischendurch haben wollt, geht ihr hier hinten hin. Die kommen euch hinterher. Und stellt euch da hier unten hin, da wartet auch schon einer und dann haut er den einfach die Füße weg. Ja, die Punchy-Stick tun auch ein bisschen was. Und ja, ihr kriegt halt meistens nur. Wie heißt es? Dingsy-Bumsys? Rottenflash? Also, Rottenflash habt ihr genug fürs Leben. Aber ab und zu halt auch mal was anderes. Hm, naja, gut. Wenn wir das nicht so sind. Okay, lassen wir die erstmal da hocken. Gucken wir mal, ob wir nochmal einen Enderman kriegen. Ist ein bisschen gefährlich, aber lohnenswert. Da hinten ist einer. Ja, komm, 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 komm. Da ist er. Und dann ist er irgendwo. Und bitte? Gewitter? Okay, wir sind in der Wüste. Ja, und das Problem ist jetzt, wenn er jetzt da vorne. Wo ist er denn jetzt mal wieder? Meistens hängt er sich halt auch in den Kakteen auf. Und stirbt dann auch. Da ist er wieder. Wir sind, der hat schon fast kein Herz mehr und gerade gestorben. Wenn ihr halt Glück habt. Warten aber nicht. Oder? Nö. Habt ihr dann halt eine Enderpearl. Ist halt immer die Frage, wo er. Ne, die wollen wir nicht. Den wollen wir auch nicht. Wo der Enderman stirbt. Aber ist halt eine Möglichkeit. So, die Nacht nehmen wir noch mit. Wird eine bisschen längere Folge. Die ich ein bisschen zusammengeschnitten habe. Schade. Also, so kriegt man einen Enderman. Nachher dann noch einfacher, wenn man mit anderen Tricks arbeitet. Aber so hat man wenigstens kein Problem. Wie gesagt, die klauen Kakteen. Also, solltet ihr einen Alternativplan zu da haben, falls die durchbrechen. Gibt nichts mehr, glaube ich. Holen wir mal ein paar Cobblestone raus. Machen wir mal eine Kiste für Cobblestone. Schon wieder 17. Wie kann man denn auch komprimieren? Ne, da sterben die auch. Die sterben eigentlich überall. Gravel.
auch wieder kommen von mir. Aber Sand. Sand kann man auch kommen von mir. Und dann haben wir wieder das. Diese Tür. Wir haben uns noch mal hier Zuckerrohr, ne? Nicht vergessen. Das wächst nämlich ganz schnell auf diesem Snat. Immer. Naja. Und dann sollten wir noch mal kurz vor Ende. Solltet ihr noch mal die Pass rüberholen, die sich alle hinter dem Raumschiff befinden. Dafür einfach ein bisschen offen machen und warten, bis die alle kommen. Und die kommen. Dafür sorgt dieser Husk. Und auf der Seite hier würde ich keinem Enderman in die Augen gucken. Ja, und da kommen sie wieder alle. Es wird Tag. Die Witches, die spawnen. Die treten wir mal ein bisschen zurück. Ja, sehr schön. Ah, hallo? Slowness, ne? Das war ja noch okay. Mein Lieber, das war jetzt gerade knapp. Ja. Ne? Ah. Das war jetzt. Nun gut, wir haben genug zu essen. Irgendwie so. Da hinten ist ein Skelett. Gehen wir ein bisschen zurück, weil jetzt können wir sterben. Ihr solltet übrigens dann auch warten, bis die Poison abgeklungen ist, bevor irgendwas ist. Ansonsten. Totaler Blödsinn. Shift, rechte Maustaste, Flashback öffnen und mampfen. Und da haben wir wieder was zu essen. So. Dann machen wir mal schnell hier unten weiter. Guten Tag. Hinten nicht eben ein Skelett. Braucht Knochen. Im Gegensatz zu normalen Minecraft merkt ihr vielleicht, dass die Mobs hier alle despawnen. Bis auf Spinnen. Ja, Rottenfleisch. Knochen brauche ich aber. Hm. Ja, wozu kriegt man was? Magnet wäre nicht schlecht. Nicht in der nächsten Zeit. Aber da oben ist der Husk. Guten Tag. Hey, der hat einen Knochen. Ja, Knochen. Gibt da noch mehr? Ja, also das soll es gewesen sein. In der Zwischenzeit werde ich dann jetzt noch ein bisschen mehr Sand siften und heiß werden. Und andere Sachen machen und mich wieder abkühlen gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vor allem diese Befestigung hier und
Da muss man sich keine Sorge drum machen. Und ja. Nein, nicht da hinsetzen. Ich wollte eigentlich. Die 40 Blöcke. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir müssen uns wieder abkühlen gehen. Zack. Oh oh. Komm, kühl dich ab. Kühl dich ab. Kühl dich ab. Kühl dich ab. Kühl ich mich ab. Ich kühl mich ab. Egal. Ja, das war schon, hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt werden wir in der Zwischenzeit ein paar Sachen machen. Basis ein bisschen aufbauen, ein bisschen ziften, alles, was ihr nicht unbedingt sehen müsst. Und dann schauen wir wieder, wenn wir die nächsten Quests machen. Bis dann. Ciao.